Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Rapid Wien gegen AS Monaco. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Anstoß Monaco. Alexander Golovin. Am Ball Volland. Klasse, wie er dahin geht. Wissam Ben Yedder ist ein fantastischer Spieler, von dem dürfen wir auch heute wieder einiges erwarten. Äußerst treffsicher ist er im Moment. Viermal hat er in den letzten drei Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen wollen. Und jetzt haben sie den Ball. Alexander Golovin. Gut dazwischen gegangen. Zimmermann. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Macht er das Tor. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Fängt diesen Ball ab. Demir. Toller Support jetzt der Fans. Die spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Wichtig! Er holt den Ball. Alexander Golovin. Toller Pass. Wissam Ben Yedder. Und da wäre jetzt Platz. Das gibt's doch nicht, gehalten! Der AS Monaco gehört zu den besten Vereinen in Frankreich und hat schon etliche französische Nationalspieler hervorgebracht. Ja, und auch was die Trainer angeht, finden sich viele große Namen. Arsène Wenger beispielsweise wurde hier Meister 1988. Jetzt wird's gefährlich. Ball ist unterwegs. Sieht gefährlich aus. Wird das jetzt gefährlich? Zimmermann. Schönes Zuspiel hier. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Benoît Batachile. Ball ist bei Volland. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Gut den Ball verteidigt. Wissam Ben Yedder. Da hat er durchaus Optionen. Könnte der Ausgleich sein. Monaco mit dem Tor.
Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorn hier. Es steht zur Pause 1:1. Ja, Kevin Volland, eher kein gutes Spiel heute. Schade eigentlich. Er kann auch nicht zufrieden sein, da muss mehr kommen. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen, es steht unentschieden. Schöner Pass da. Wissam Ben Yedder. Vielleicht die Führung jetzt. Er holt sich den Ball. Hofmann. Jetzt ist Platz für den Konter. Das ist ein vielversprechender Pass. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Da oben, der fordert den Ball. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Spielt den Ball. Jetzt kommt der Schuss. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Wie er den noch hält, wie er dann den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Ben Yedder. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da ist er alleine durch. Tor! Und damit führt sie hier. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Demir. Jetzt suchen sie die Lücke. Die Gelegenheit für die Flanke. Jetzt haben sie den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Und Volland. Jetzt haben sie den Ball verloren. Zimmermann. Ja, mit viel Übersicht. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte was werden. Was macht er draus? Sie können klären. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ben Yedder. Da verlieren sie den Ball. Hofmann. Zimmermann. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Da müssen sie aufpassen jetzt. Vorne der Ball gewinnen. Und damit war's das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren.
Knapp verlieren sie dieses Spiel. Denkbar knapp. Boah, das war eine enge Angelegenheit. Wenn da ein, zwei Szenen anders laufen, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Aber das ist Fußball. Es heißt jetzt abhaken und weitermachen, denn die können eine Menge. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Also, er hat heute wieder eine absolut souveräne Leistung gezeigt und natürlich mit seinem Treffer dazu beigetragen, dass sie hier den Sieg holen.